herzlich willkommen zu einem neuen Video der modernen Kriegeserie. Oder gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Na, ich hätte mich eigentlich noch ein kleines bisschen besser vorbereiten müssen, aber ich zeige es euch gleich in der E-Mail. Ich habe mir aufgrund dieser Studie, die wir machen, das ist heute übrigens der 18. Teil mit Gerald, der gerade ein wenig am Gesunden ist. Ich muss mal kurz meine E-Mail aufmachen, dann zeige ich euch das. Ich habe mir ein Buch gekauft, leider nur in Englisch. Ich habe aber die fantastische Miss Marple schon angeschrieben und hatte sie gefragt, das Buch eventuell für uns zu übersetzen. Das ist natürlich jetzt nicht etwas, was wir direkt morgen machen werden, aber das kann in der Zukunft durchaus kommen. Das ist dieses Buch, Hellstorm, The Death of Nazi Germany 1944-1974, oder auf Deutsch, also Höllensturm, der Tod von Nazi-Deutschland 1944 bis 1947. Ich habe die ersten 40 Seiten von diesem Buch gelesen. Es ist ein Buch, das absolut nichts zu tun hat mit dem christlichen Glauben, das absolut jeder Religion beraubt ist, jedenfalls die ersten 40 Seiten, was ich gelesen habe. Aber es dokumentiert mit Zeugenaussagen, die auch dokumentiert sind, könnt ihr auch hier in der Zusammenfassung ein wenig lesen, die Bombenangriffe über Deutschland ab 1944 und wie verschiedene Städte, so wie Frankfurt, Darmstadt, Hamburg, Bremen, Köln, München, Berlin, später dann Dresden, von den sogenannten Alliierten bombardiert worden, und nicht nur wie sie bombardiert wurden, sondern vor allen Dingen wie wirklich Jagd auf Zivilisten gemacht wurde. Und ich habe, wie gesagt, die ersten 40 Seiten dieses Buchs gelesen und ich bin zu der Konklusion gekommen, dass dieses Buch sehr wertvoll ist, wenn, Ausrufezeichen, wenn man den religiösen Hintergrund von Kriegen versteht. Wenn man versteht, dass diese ganzen Kriege, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, und wir wissen ja, dass vor dem Zweiten Weltkrieg in Spanien mit dem Anfall der Legion Condor, der deutschen Luftwaffe in Spanien auf Zivilisten, im Grunde das erste Mal Zivilisten als Ziele für den Krieg ausgesucht wurden. Daran sieht man die Fortsetzung der Inquisition, daran sieht man die Fortsetzung der Kreuzzüge der römisch-katholischen Kirche. Wenn man sieht, wie hier auf die Zivilisten Jagd gemacht wurde, wenn man sieht, wie die teilweise in den Asphalt mit eingeschmolzen wurden, brennende Fackeln durch die Straßen liefen und so weiter und so weiter. Ich will da gar nicht zu tief drauf einkommen. Wie gesagt, ich habe auch erst die ersten 40 Seiten gelesen, aber ich bin sehr schwer beeindruckt von diesem Buch. Aber dieses Buch ist nichts wert, wenn man den religiösen Achtergrund ist flämisch, Hintergrund ist deutsch natürlich. Wenn man den religiösen Hintergrund nicht kennt, den muss man einfach kennen. Dann ist dieses Buch unglaublich viel wert. Und ich habe mir dann direkt noch ein zweites Buch beibestellt. Da habe ich vor Jahren schon mal die Dokumentation von gesehen. Ui, das wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber gleich mal wieder, ja, machen wir zu. Entschuldigung, das war jetzt verkehrter Knopf. Ich musste hier auf die E-Mail drücken. Da habe ich mir ein zweites Buch bestellt, das ist heute angekommen, das kennen vielleicht einige auch schon. Das Buch heißt Other Losses von Bacque, heißt der Autor. Das ist heute angekommen, da gibt es auch eine YouTube-Dokumentation drüber. Other Losses, eine Untersuchung der Massentötungen von deutschen Kriegsgefangenen anhand der Franzosen und der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Da geht es um eine Sache, die mir in der Schule im Geschichtsunterricht nie gelehrt wurde, dass mehr als 1 Million Deutsche, hauptsächlich Wehrmachtssoldaten, auf den Rheinwiesenlagern von Eisenhower eingerichtet und von den Franzosen genauso unterstützt, jämmerlich umgekommen sind. Verhungert, verdurstet, ertrunken in den Sümpfen, die aus diesen Wiesen geworden sind, erfroren, weil man ihnen nicht mal Mäntel oder irgendwas gegeben hat, um sich zuzudecken. Die Menschen hatten gar nichts. Und wenn du als Privatbürger, als Privatperson an diese Wiesenlage rangegangen bist und den Menschen da was zu essen oder irgendwas über den Zaun geworfen hast, dann wurdest du sogar erschossen. Da sind auch Fälle von berichtet. Das ist in dem Buch Other Losses. Ja, das heißt so viel wie andere Verluste. Na? Das habe ich mir jetzt gerade bestellt, weil ich dachte, ich kenne die Dokumentation schon und dachte, das geht gut zusammen mit dem Hellstorm-Buch hier. Ich will jetzt auch gar nicht die ganze Sendung in Beschlag nehmen, von diesen beiden Dingen zu sprechen. Ich wollte euch nur mal eben sagen, Investigationen, Untersuchungen zu diesem Thema gehen weit über das hinaus, was Gerald und ich bis jetzt hier gemacht haben. Wenn ihr denkt, wir setzen uns hier einmal in der Woche hin oder einmal um die 14 Tage oder zweimal in der Woche oder wie auch immer und dann reden wir ein bisschen so was wir hier und da mal rausgesucht haben, da sitzt viel mehr hinter. Da sitzen viel mehr Studien hinter, teilweise Dinge, die man vor Jahren schon mal irgendwo aufgegriffen hat, jetzt wieder aufgreift und dann sogar probiert, jetzt auch ins Deutsche zu übersetzen. Wenn die Renate es jemals schaffen sollte, und ich weiß, es ist wirklich auf die lange Bank, ihr müsst das sicher nicht vor Ende nächstes Jahr erwarten, aber wenn sie es jemals schaffen würde, dieses Buch, wenn es auch nur zum Teil ist selbst, Hellstorm, den Tod von Nazi-Deutschland zu übersetzen ins Deutsche, dann werde ich das auf meiner Archive-Bibliothek veröffentlichen. Und ihr müsst das gelesen haben. Das sind unglaublich wichtige Dokumente, weil man spricht niemals über den Krieg, der gegen Deutschland geführt wurde im Zweiten Weltkrieg, sondern man spricht immer nur von dem Krieg, der aus Deutschland herausgeführt wurde. Ist ja auch so viel einfacher, um den Deutschen dann damit ein Schuldgefühl aufzudrücken. Ne? Wollen wir doch mal eben sagen, wie es ist. Und dieses Schuldgefühl, da komme ich dann in der Serie über den Israel-Betrug noch drauf zu sprechen, das hat noch ganz andere Gründe, warum das an mir nagt, seit über 50 Jahren. Aber das ist eine andere Sache, da will ich jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen oder zu tief drauf eingehen. Ich habe dem Gerald schon genug seiner Zeit beraubt, die er eigentlich haben sollte. Aber wie gesagt, dieses Buch, und ich werde gerne den Link davon in die Beschreibungsbox des Videos mal reintufen, ihr könnt euch das selbst kaufen, ihr seht, das kostet keine 25 Euro, selbst geliefert bei euch zu Hause, habe ich auch nicht bezahlt, ich habe 24 Euro oder sowas inklusive Lieferung bezahlt. Das ist eine sehr gute Investierung, man sollte natürlich Englisch können, ne? Das sage ich dazu bei. Aber wie gesagt, das Buch hat absolut keinen religiösen Hintergrund und ist sogar ein wenig pro Narzissmus auf den ersten 40 Seiten teilweise hier und da geschrieben. Aber wenn man weiß, wo der Narzissmus, wo der Nationalsozialismus herkommt, wenn man weiß, wer Adolf Hitler war, weil man hinter den Diktatoren gesehen hat, weil man andere Lesungen von mir gesehen oder verfolgt hat oder Bücher gelesen hat, dann weiß man auch, wie man den Autor in dieser Sache anpacken muss und dann weiß man auch, wie das zu verstehen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Buch. So, Gerald, Entschuldigung, dass ich dir jetzt 5 Minuten von deiner Zeit abgenommen habe, aber das musste mal sein. Herzlich willkommen zur Sendung heute und ich hoffe, es geht dir wieder ein wenig besser. Hallo Jörg, also was heißt von meiner Zeit? Das ist alles wichtig, es gehört alles zusammen. Insofern, nein, unsere Zeit, wenn dann unsere Zeit. Ne? Ja, mir geht es ein bisschen besser, ich bin auf dem Weg der Genesung, klassische Sommererkältung. Und meine Stimme ist noch ein bisschen belegt, insofern hoffe ich, dass ich noch zu verstehen bin und wenn nicht, dann versuche ich einfach langsamer zu sprechen. Ja, Jörg, genau. Also, wir waren ja stehen geblieben mit unserer Lesung bei einer ja, sehr interessanten Persönlichkeit. Das war dieser Hans-Maria Globke. Der uns ja in der letzten Lesung schon ja, beschäftigt hat und wir müssen dort einfach weitergehen, weil dieser Mensch ist tatsächlich zu wichtig, als dass man da einfach drüber gehen kann. Ne? Weil es tatsächlich so ist, dass wenn man anfängt, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, es immer weitergeht und es wird immer interessanter und insofern steht dieser Globke auch für viele Hunderte, Tausende andere stellvertretend. Und deswegen, wie gesagt, geht es jetzt mit dem Hans-Maria Globke weiter. So, und der erste Punkt. Wir waren ja in der Lesung, beziehungsweise in der letzten Lesung hatte ich ein kleines Rätsel aufgegeben. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Das war die Frage von mir, was Pacelli, Ratzinger, Armin Laschet, Friedrich Merz und Hans Globke gemeinsam haben. Und ja, außer dass alle katholisch sind. Und dort wollte ich natürlich erstmal eine kleine Auflösung bringen. Sie sind nämlich allesamt in einem sogenannten Kartellverband der Katholiken organisiert. Und wer sich jetzt fragt, was ist denn das jetzt schon wieder? Kartellverband der Katholiken. Da kann ich den Jörg mal bitten, auf Seite 7 des Lesungsskriptes mal zu gehen und dort mal unter dem Link prominente Mitglieder, Kartellverband, mal dran zu klicken. Und da muss man sagen, öffnet sich ja eine nette Seite und man sieht dort mehr oder weniger das Who is Who der oberen katholischen Machtbereiche, kann man fast sagen, die Klang und Rang und Namen haben. Das klang für mich schon ein bisschen wie Fides Romana. Diese Kartellverbände sind auch alles Männerverbände übrigens. Also insofern gibt es da auch viele Gemeinsamkeiten. Und bevor wir mit diesen Kartellverbänden weitermachen, wollte ich, wie gesagt, das bloß mal auflösen, damit ihr wisst, aha, da gibt es also etwas, auf das wir heute auch noch oder in der nächsten Lesung auch noch mal etwas genauer drauf schauen werden. So, jetzt noch mal zurück zu dem Hans Globke. Und zwar sind wir durch mehr oder weniger wieder Zufall, der uns immer, immer zuspielt, auf eine Dokumentation gekommen. Diese Dokumentation, die ist von 2008 und die lief auf dem Mainstream Phoenix. Und trägt den Kurznamen Doku über Hans-Maria Globke. Und ich hatte euch vor der letzten Lesung ein Buch vorgestellt, Der Mann hinter Adenauer von Jürgen Bevers. Und dieser Jürgen Bevers war auch einer von denjenigen, die an dieser Dokumentation mitgewirkt haben. Insofern ist das sehr interessant, dass es nicht nur sozusagen ein Buch gibt, was den Hans-Maria Globke beleuchtet, sondern eben auch noch eine Dokumentation. Und diese Dokumentation kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil hier also viele Informationen auch so zwischen den Zeilen gegeben werden, dass es schon relativ erstaunlich ist, dass sowas auf dem Öffentlichen-Rechtlichen gelaufen ist, wobei natürlich ganz klar mit unserem Maßstab das nicht zu vergleichen ist, weil wir benennen ja Ross und Reiter, soweit es geht, und das ist natürlich hier in dieser Doku natürlich in dem Rahmen nicht so zu erwarten, das ist ganz klar, aber trotzdem ist diese Dokumentation sehr, sehr interessant. Der Jörg hat sie schon aufgemacht und ich habe hier in einem Skript die wichtigsten Aussagen, Zitate aus dieser Doku mal in ein PDF gestellt. Und ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt mal so weitergehen, würde ich ganz gern euch mal auszugsweise etwas sozusagen daraus vorlesen, damit ihr euch sozusagen noch mal ein Bild machen könnt, um was und um wen es überhaupt hier geht bei dieser Person. Und in dem Zusammenhang bitte ich euch auch nicht zu vergessen, dass es auch jetzt noch jede Menge Hans-Maria Globkes gibt. Bloß, dass diese Leute natürlich nicht diesen Namen tragen und natürlich auch nicht einfach so zu finden sind. Ne? Aber, wie gesagt, in dem Sinne würde ich euch jetzt mal ganz kurz dieses Dokument mal zeigen. Da bin ich schon unter dem YouTube-Video auf einen Kommentar aufmerksam geworden von dem Freiheit 2020, der geschrieben hat, die CDU, CSU und SPD soll erklären, was sie meinen mit Zeile 6908, Schaffung einer neuen Weltordnung aus ihrem Koalitionsvertrag von 2018. Da habe ich gedacht, was ist denn das jetzt bitte schön? Was hat denn das jetzt mit der Dokumentation zu tun? Und naja, was habe ich gemacht? Was hätte der Jörg gemacht? Er hat sich den Koalitionsvertrag rausgesucht von 2018 und tatsächlich steht dort drin, sinngemäß, ich habe das jetzt hier oft, das Dokument, dass die Mitgliedstaaten der EU eben auch alle unabhängigen Institutionen möglichst ermutigt werden und dazu beitragen sollen, eben bei der Gestaltung einer neuen Weltordnung selbstbewusst eben mit zur Geltung zu bringen oder sich selbstbewusst mit zur Geltung zu bringen. Also tatsächlich steht drin im Koalitionsvertrag unter diesem Punkt, nur mal als kleine Anmerkung, neue Weltordnung, aha, dachte ich, gibt es normalerweise nur bei sogenannten Verschwörungstheorien, aber hier findet man es tatsächlich auch in dem Koalitionsvertrag. Das war mal eine nette Anekdote am Rand, die ich hier mit reingebracht hatte. So, jetzt zur Dokumentation. Die Dokumentation selber war oder ist mit mehreren Interviewten durchgeführt worden, teilweise auch Zeitzeugen. Und die Zitate, die ich jetzt hier mit rausgeschrieben habe, beginnt ab der Minute 201, sind sozusagen dann entsprechend von diesen Zeitzeugen. Ne? Da ist eben einmal dieser Herr Strecker, der eben auch sagte, dass dieser Globke war seinerzeit der mächtigste Mann in Deutschland. Ja, wir erinnern uns, Adenauerzeit, ja, es war normalerweise so, dass niemand Globke kannte, auch damals schon nicht. Und jetzt in der Nachschau, in der Dokumentation 2008, wird eindeutig gesagt, Globke war seinerzeit der mächtigste Mann in Deutschland. Ja, Globke war jemand, den man zu Recht als graue Eminenz bezeichnen kann. Ja, was ist eine graue Eminenz? Ja, eine graue Eminenz, Jörg, ne, das ist eine Person, die aus dem Hintergrund wirkt, ne, die sozusagen die Fäden zieht und dabei eben nicht sichtbar wird. Naja, Eminenz ist natürlich auch vor allen Dingen ein Titel, der aus dem Kirchlichen kommt. Mhm. Ne, man sagt ja auch zum Bischof eure Eminenz. Ne? Ist also ein kirchlicher Ehrentitel, eine graue Eminenz. Grau wird dann verbunden mit Alter, Alter mit Weisheit. Mhm. Also ein weiser, älterer Mensch, der eben aufgrund seines Alters und seiner Weisheit hin Respekt oder dem Respekt zu zollen ist, sage ich jetzt mal so auf die Art und Weise. So würde ich das jetzt mal verstehen. Ne? Ja. Weil die Deutschen hauptsächlich, aber andere Völker ja auch, sind ja unglaublich autoritätssüchtig, hörig, süchtig nach der Hörigkeit der Autorität. Ich drücke es mal so aus. Ja. Mhm. Ja. Dann also diese kann natürlich eine graue Eminenz sehr viel ausrichten. Ne? Mhm. Ja, ja, also der Begriff graue Eminenz, ne, ist also ein Eigenbegriff, der eben genau darauf hinweist, ne, dass es eben jemand ist, der sozusagen eine gewisse Erfahrung hat und eben nicht jemand ist, der ein Laie ist, sondern eben jemand, der Erfahrung hat und aus dem Hintergrund wirkt. Ne? So, und dieser Globke, der dann sozusagen als Staatssekretär Karriere gemacht hat bis 1963. Er ist ja mit dem Adenauer gleichzeitig aus dem Amt ausgeschieden. Hat man natürlich eine Person gehabt, die schon von vor der Nazizeit, ihr erinnert euch, dass der Mann schon in der Weimarer Republik schon in Amt und Würden war und dann sozusagen es geschafft hat, über die Nazizeit dann den Sprung in die Bundesrepublik zu schaffen. Das ist eine Sache, da muss man sagen, das ist insofern schon gigantisch, weil das sind drei komplett verschiedene Systeme, in denen dieser Mann gearbeitet hat. Und er hatte eben von Anfang an eben bestimmte Ressentiments, wie man so schön sagt. Das heißt also auch gerade die antijüdischen Maßnahmen, die er schon vor der Nazizeit durchgesetzt hatte in seinem Arbeitsbereich, die auf bestimmte Runderlasse zurückgingen und eben die Aufgabe hatten, dass zum Beispiel bestimmte Juden sich nicht hinter bestimmten Namen verstecken sollten, hinter deutschen Namen verstecken sollten, ne, hat er natürlich sozusagen dort damals schon das Ganze vorbereitet, was man letztendlich dann als Judenverfolgung dann bezeichnet hat. Ne. Also das ist ein Mann gewesen, der schon von vornherein bestimmte Interessen hatte. Wo dieser Mensch herkommt, ihr habt es schon gesehen, oder von der letzten Lesung ist es euch noch bekannt, dass er eben aus einem katholischen Umfeld kommt, aus einem sehr streng katholischen Umfeld. Und er ist eben schon früh in diesen Kartellverbänden organisiert gewesen. Und ohne dass ich jetzt auf diese Kartellverbände eingehen möchte, kann ich euch zumindest so viel sagen, dass diese Kartellverbände eine lebenslange Treue voraussetzen. Das heißt, einmal drin heißt immer drin. Und ihr werdet auch sehen, dass dann der Globke auch in seinem höheren Lebensalter, immer wieder zu diesen Kartellverbänden gegangen ist, zu Versammlungen gegangen ist. Ja, das heißt also, das hat er sich tatsächlich nicht nehmen lassen und ist damit natürlich auch in einer bestimmten Gesellschaft. Ne? Denn diese Kartellverbände, ich kann es euch jetzt auch schon sagen, die gibt es immer noch, die sind immer noch genauso aktiv. Ja, und wenn ihr euch jetzt vielleicht mal zum Beispiel mit dem aktuellen Generalsekretär der CDU mal auseinandersetzt, mit dem Friedrich Merz, der ebenfalls in diesem selben Kartellverband organisiert ist, der eben auch eine lebenslange Treue zu diesem Verband fordert, dann findet man dort schon sehr, sehr interessante Parallelen. Ja, aber wie gesagt, das ist noch ein anderes Thema. So, dann wir scrollen hier einfach mal durch, wird dann hier also auf verschiedene Sachen Stellung genommen, dass er also auch im Rahmen der Runderlasse, die er da so und Verordnungen, die er erlassen hat, eben auch bestimmte Dinge unter Strafe gestellt hat. Eben die Frage, wie weit darf ein Arier jetzt mit den Juden zusammenkommen, was ist dort sozusagen die Grenze und. Und ihr werdet merken, dass dort viele Dinge passiert sind, die mehr oder weniger diesen ganzen Holocaust, diese ganze Vorbereitung für den Holocaust eigentlich überhaupt erst ermöglicht haben. Ne? So, das ist im Prinzip hier ab Minute 6 geht das dann weiter, dass er sozusagen dann auch als tüchtiger und fähiger Beamter beschrieben wurde und dann später natürlich auch gegen seine eigenen Chefs ausgesagt hat, nur um seine Haut zu retten. Das ist auch noch ein anderes Thema. Und, sorry, ich würde mal kurz auf die katholischen Sittenlehre eingehen, die ich hier beschrieben habe. Nur ganz kurz, ich will da gar keine große Erklärung geben. Ja. Wenn man die verstehen will, dann sollte man die, wie nannte ich das noch? Ich habe so eine Abspiellehre über den systematischen katholischen Kindermissbrauch. Sollte man sich anschauen, wo ich damals mit dem Viktor die römisch-katholische Sittenlehre des Alfonso Liguori besprochen habe, der ja 7.500 Seiten geschrieben hat über die Moral der katholischen Kirche. Moral und Sitte ist ja nun mehr oder weniger wischiwaschi, ne? Also das eine ist das andere, das sind ja austauschbare Worte. Deswegen habe ich das hier eben mal kurz farblich angestrichen. Katholische Sittenlehre hat nichts mit der Moralvorstellung eines bibelgläubigen Christen zu tun. Deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn man solche Sätze hört in dieser Dokumentation oder wie du sie dann hier in dieses PDF rausgeschrieben hast, wenn man sie liest, dass man sich immer darüber bewusst ist, was katholische Sittenlehre eigentlich ist. Und da muss man das, wenn man das nicht weiß, nachschlagen, nachlesen. Und da muss man sich mit den römisch-katholischen Morallehrern wie Busenbaum, Suarez, Liguori und so weiter beschäftigen und muss deren Werke kennen oder zumindest wissen, was die geschrieben haben. Wenn man auch nicht die ganzen Werke kennen kann, doch wissen, was der Inhalt davon ist. Da wollte ich nur mal ganz kurz drauf hinaus. Ich wollte dich nicht weiter unterbrechen, aber das ist mir wichtig, dass wir das mal eben hierbei erwähnen. Ne? Ja. Ich fand das insofern schon interessant, dass der Interviewte dort auch diese Querverbindung legt. Ne? Das fand ich schon interessant. Wobei es normalerweise ja eher nicht so der erste Gedanke ist. Ne? Das fand ich schon interessant. Was ich jetzt natürlich merke, ist, dass es ein bisschen schwierig ist, die ganzen Sachen jetzt hier so durchzuexerzieren. Deswegen würde ich mal sagen, Jörg, geh mal bitte auf die Seite 3. Dort habe ich ein Bild mal rauskopiert. Und zwar aus der Dokumentation 19. Minute 52 Sekunden. Da sieht man den Adenauer. Und dort so ein kleiner illustrer Club beim Kaffeekränzchen oder Teekränzchen. Und dort habe ich mal nur als Spaß mal genauer hingeguckt. Das habe ich herauskopiert. Ihr seht das in der Mitte, das zweite Bild, genau. Und da könnt ihr erkennen, diesen einen Mann, der so ein bisschen weißen Rauschebart hat und davor dieser Herr, der sozusagen so ein Stück nach links guckt. Und da habe ich mal spaßeshalber einfach mal die Bilder mal reingeklebt von den Personen, wo ich dachte, das könnte passen, dass sie das sind. Das ist einmal der Martin Spahn, Zentrumsabgeordneter, und dann der Alois Hundhammer, auch ein Zentrumsmitglied. So, und was ihr ja schon wisst, dass diese ganzen Klicken auch nach der Gründer der Bundesrepublik natürlich weiter zusammengearbeitet haben und mehr oder weniger sich auch die Posten zugeschanzt haben, sodass man sagen kann, dass zwar nicht überall Katholiken an den Schaltstellen waren, aber in den gehobenen Positionen hatte man dann am Ende wirklich dann die Katholiken und die Protestanten hat man immer mehr sozusagen rausgedrückt. Ja, das heißt also, es ist tatsächlich nicht so, dass jetzt überall Katholiken waren, aber an den entscheidenden Stellen wurden eben zum Beispiel durch diesen Globke dann eben die wichtigen Leute gesetzt. Und ratet mal, woher dieser Globke diese Leute kannte, die er entsprechend dann an die Position gehoben hat. Aus seiner Jugendzeit, aus seiner Zeit als katholischer Student, aus seiner Zeit der Kartellverbände. So weit geht das zurück. Das habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesogen. Das steht übrigens auch nicht in der Doku, aber das steht in dem entsprechenden Begleitbuch Der Mann hinter Adenauer. Da steht das nämlich nochmal drin, dass ihr dort also auch das nochmal nachlesen könnt. Das heißt also, auch hier, ob das jetzt der Martin Spahn ist oder nicht, das ist natürlich jetzt schwer zu erkennen. Bei dem Alois Hundhammer würde ich sagen, kann man sich relativ sicher sein, weil er sehr den Bart auch die ganze Zeit über getragen hat, dass das derjenige ist, zeigt uns auch hier, dass diese Leute sich kannten, dass diese Leute sich gegenseitig in hohe Positionen gebracht haben und damit mehr oder weniger die ganze Bundesrepublik gesteuert haben. Ne? Und in dem Buch Der Mann hinter Adenauer wird dort auch genau diese Theorie aufgestellt, wobei das Buch genauso wie die Dokumentation jetzt nicht den finalen Schluss dreht und sagt, dass sozusagen hier einfach die Kirche beziehungsweise die katholische Kirche im Hintergrund arbeitet. Das ist auch deswegen nicht gemacht worden, weil nach wie vor die ganzen Akten über Globke noch zumindest offiziell nicht so zugänglich sind. Die befinden sich nach wie vor nicht im Bundesarchiv, obwohl das ja eigentlich alles Aktenstücke sind aus dem Kanzleramt, sondern die sind alle eingelagert in der privaten Konrad-Adenauer-Stiftung. Und offensichtlich scheint es dort immer noch nicht so einfach zu sein, an diese Akten zu kommen über Globke. Das heißt, wir haben also jetzt, Stand 2022, immer noch ein absolut weißes Blatt, wenn es wirklich darum geht, zu beurteilen, wem hat Globke wirklich gedient. Das heißt, selbst in der Dokumentation bzw. in dem Buch werdet ihr dort nur Indizien finden. Das heißt also Hinweise, wo eben darauf hingewiesen wird, ja, dort war diese Kartellverbindung aktiv, da war die Kartellverbindung aktiv, der hatte die Verbindung zu dem, der hatte zu diesem Bischof eine Verbindung, der kannte den und den. Ja? Aber was natürlich eben das Problem ist, es fehlen tatsächlich Beweise, also aktenkundige Schriftstücke, wo zum Beispiel eben direkt belegbar ist, dass dieser Herr Globke eben von Anfang an eingesetzt war, um bestimmte Dinge zu tun. Ja? Und eins wird euch aber auffallen, wenn ihr euch mit diesen Büchern beschäftigt, mit dem Buch beschäftigt, dass die Frage des Jesuitismus hier natürlich nicht angesprochen wird. Aber wenn ihr zwischen den Zeilen lest und auch diese Persönlichkeit Globke euch genauer anschaut, dann muss man sagen, ist das genau das, was als Jesuit der kurzen Robe bezeichnet wird. Das heißt, das sind Leute, die nicht im Priestergewand laufen, die man also nicht als Priester erkennt, aber die sozusagen im Auftrag des Ordens aktiv sind und entsprechend handeln. Und dieser Globke ist für meine Meinung nach also ein absolutes Musterbeispiel für so eine Person. Leider, wie gesagt, fehlen die finalen Beweise, aber das macht ja nichts, weil auch an dem, wie er gearbeitet hat, an dem, welche Interessen er vertreten hat, und die Kirche hat er immer vertreten, egal in welchem Regierungssystem er gerade unterwegs war, ne, kann man hier also schon einen absoluten roten Faden deswegen finden. Sagt die Bibel ja auch, Gerald, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Ja. Wir brauchen oftmals gar keine Schriftstücke, um jetzt genau zu beweisen, wo der und der Name drin steht und an den verbunden ist, sondern wir werden sehen, welche Taten sie tun und werden sie an ihren Taten messen und beurteilen können. Ja. Genau, wie es in der Bibel geschrieben steht. Nie vergessen. Deswegen ist religiöser Hintergrund, die Bibel und wahre Geschichte, wie sie eben in der Welt nicht gelehrt wird, wie wir sie hier euch bringen, so wichtig für das Verständnis, um die Gegenwart einschätzen zu können und Vorbereitung für die Zukunft treffen zu können, sofern man das denn machen möchte. Ja, ja, das ist richtig. Also man wird dort nicht immer diesen Beweis finden können, genau. Aber es ist einfach tatsächlich auch so, wir brauchen den auch nicht, ne? Weil wenn man genau hinschaut, dann ist es eigentlich schon Beweis genug, ne? Und man muss nicht immer alles bis aufs Detail nachforschen, nur um bestimmte Dinge sagen zu können. Ne? Wir dürfen auch nicht vergessen, Gerald, dass wir es hier mit Geheimgesellschaften zu tun haben. Ja. Die Jesuiten sind eine Geheimgesellschaft, auch wenn sie mehr oder weniger im Öffentlichen operiert, auch wenn mehr oder weniger jeder die Jesuiten kennt, auch wenn mehr oder weniger die Leute nicht verstecken, dass sie Jesuiten sind. Wenn man sich Leute anschaut in ihren Lebenslauf, in Wikipedia oder was, dann steht dahinter SJ für Sociedad Jesus, Jesuitengesellschaft, also Gesellschaft Jesu. Da steht dann dahinter, offiziell beim Namen, alles drum und dran. Aber es ist und bleibt eine Geheimgesellschaft. Mhm. Freimaurer ist und bleibt eine Geheimgesellschaft. Mhm. Souveräne Militärorden von Malta, auch wenn das im Deutschen das Wort Militär in der Übersetzung gestrichen wurde, ist eine Geheimgesellschaft. Mhm. Kolumbusritter ist eine Geheimgesellschaft. Und deswegen kann man nicht immer die richtigen Papiere da anbringen. Aber man kann sagen, wenn der und der da Mitglied war, dann weiß man aufgrund der Taten, die danach verübt wurden, dass die Menschen dafür verantwortlich sind. Auch wenn es nicht ständig auf Papier steht, dass man dann einem sogenannten Richter vorhalten kann. Mhm. Und ich sage euch eins, der Richter, der alle Menschen richtet, das ist nicht der Papst, der von sich sagt, ich richte alle Menschen und kann selbst nicht gerichtet werden, sondern das ist unser Jehova im Himmel. Der braucht keine Papiere. Der kennt die Herzen der Menschen. Die kennen wir nicht, aber die kennt er. Und danach wird er sie richten am Tag des Gerichts. Und was interessant ist, weil du gerade sagtest, Geheimgesellschaften, dass der Globke sich unglaublich wohlgefühlt hat im Umgang mit solchen Geheimgesellschaften. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, das hatte ich gelesen in dem Buch. Das heißt also, er war von vornherein an diesen ganzen konspirativen Sachen sehr interessiert, weil das seine Arbeitsweise am nächsten gekommen ist. Und so hat er zum Beispiel die Organisation Gehlen, aus denen ja dann der Bundesnachrichtendienst hervorgegangen ist, massiv unterstützt, hatte also auch dort Kontakte, dann später mit den CIA Kontakte gepflegt. Und das bestätigt also genau das, Jörg, was du sagtest, ne? Also dass diese Leute sozusagen im Geheimen gearbeitet haben, ne? Und dass diese Dinge nach wie vor immer noch geheim sind, das ist eben leider eine Tatsache. Und das ändert auch nichts daran, dass diese Bücher oder diese Dokumentationen da erschienen sind, ne? Weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich dort durcharbeitet, ich habe mir diese Dokumentation dreimal angeguckt, entsprechend das Buch gelesen, dann bleiben dort tatsächlich Fragen. Und diese Fragen kann einen keiner beantworten, weil diese Dinge tatsächlich immer noch geheim sind. Warum kann man denn diese Akten nicht einsehen? Warum ist denn das nie möglich? Warum liegen die denn in dem Bundesarchiv zur allgemeinen Einsichtnahme? Genau, weil eben diese Dinge noch bis in die Jetztzeit wirken. Weil man damals, genauso wie heute, bestimmte Dinge macht unter verdeckten Namen, unter Pseudonymen, unter irgendwelchen geheimen Vorbehalten, und man täuscht also nach wie vor die breite Masse der Gesellschaft mit diesen Dingen, und das ist einfach so, da kommen wir hier auch schon ins Schwimmen. Das ist auch durch solche Dokumentationen leider nicht zu ändern, und mir tut das im Prinzip auch sehr leid, dass diese Leute, die sich hier wirklich bemüht haben, hier Licht ins Dunkel zu bringen, eben auch immer wieder die Frage sich stellten, und die haben sie auch tatsächlich auch in dem Buch formuliert, wer war Globke? Ja, also die Frage, wer war Globke, die ist als eine offene Frage wirklich dann am Ende des Buches auch nochmal aufgetaucht, ne? Immer wieder, wer war der eigentlich? Wo kommt der her? Was war der? Wem hat er wirklich gedient? Das heißt also, selbst den Leuten, die sich hier mit auseinandergesetzt haben, einen großen Teil ihrer Zeit verwendet haben, um hier wirklich Licht ins Dunkel zu bringen. Selbst diesen Leuten ist es nicht möglich gewesen, hier ein abschließendes Urteil zu finden, weil die Dinge einfach nicht offen liegen. Aber der Punkt ist der, wie das der Jörg sagte, bei der Buchempfehlung. Wenn man ein bisschen Geschichtskenntnis hat, wenn man ein bisschen die Zusammenhänge verstanden hat, um was es geht, und ihr wisst ja, ne, so schwer sind die Dinge nicht, wenn man sie einfach verstanden hat. Als bibeltreuer Christ sowieso, dann läuft das ja quasi von alleine. Dann merkt man, dass es sich immer wieder um dasselbe dreht. Und mit diesem Hintergrundwissen kann man auch solche Globkes tarnen und in das Licht stellen, weil diese Leute einfach bestimmte Dinge tun, die haben Abhängigkeiten, die man sehen kann von ihrem Werdegang. Wir werden uns das jetzt, wie gesagt, gleich mal angucken. Und da muss ich sagen, braucht man jetzt nicht, wie gesagt, jedes Geheimdokument irgendwo. Ne? Und das, was wir jetzt wissen, auch an Aussagen, die aus dieser Dokumentation, die ich hier rausgenommen habe, die ihr euch bitte mal wirklich angucken müsst, die ist absolut sehenswert. Auch, wie gesagt, die Buchempfehlung, der Mann hinter Adenauer, auch das unbedingt, ne? Mal anschauen. Das ist wirklich wichtig für ja, eine Allgemeinbildung. Dann kommt man dort schon dorthin, dass man sagt, hier, das hat ein Geschmäckle, würde der Schwabe sagen. Hier, das stinkt. Ja, so. Und jetzt, Jörg, würde ich dich mal bitten, nochmal in das Skript zu gehen, wo wir bei der Seite 7 stehen geblieben waren, bei dem Kartellverband. Na, diese Kartellverbände, die mir bis dato noch absolut kein Begriff gewesen sind, ja, die eben wie Fides Romana klingen, üblicherweise reine Männerverbindungen waren. Und da habe ich jetzt mal hier in dem Skript auf der Seite 8 mal so die wichtigsten Studentenverbindungen mal hier mit eingefügt. Das heißt also, ihr habt hier nicht nur eine Studentenverbindung, die sozusagen in diesem Dachverband, diesem Kartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindung organisiert ist, sondern das ist eine ganze Reihe. Mittlerweile sind das wohl über 130 mit knapp 30.000 Mitgliedern. Und ich bin jetzt hier einfach mal weitergegangen, damit wir auch ein bisschen den aktuellen Bezug halten, und habe mal hier diesen Friedrich Merz mal rausgesucht. Ja, das war mehr oder weniger... Mal, bevor du da gehst, guck mal, Mitgliedsverbindung des Kartellverbandes der katholischen deutschen Studentenverbindung. Was steht da unten drunter? Was habe ich gerade blau hinterlegt? Assoziiert KAV Lovania Löwen. Das ist Löwen in Belgien. Na, wo ich wohne und wo du mich demnächst besuchen kommst. Na, siehst du. Das ist doch mal was. Ja, so ist das, ne? Der Kreis schließt sich schon wieder hier. Genau dort, in Löwen. Stimmt, das habe ich noch nie gelesen. Stimmt, assoziiert. Hm? Ja, eieiei. Naja, und jedenfalls... Ja, wie gesagt, wir wollten ja auch immer mal ein bisschen diese Aktualität behalten, weil es heißt nicht, dass diese Globkes ausgestorben sind und dass es die nicht mehr gibt. Es gibt viele Globkes, auch jetzt noch. Wobei der Globke natürlich eine Besonderheit hatte, mit dem, was er auf seinem Kerbholz hatte, ist er natürlich tatsächlich wirklich eine einmalige Sache, aber trotzdem, der Geist, der dahinter steht, den finden wir immer wieder. Beispiel, wie gesagt, jetzt aktuell mal den Friedrich Merz mal beleuchtet, der auch Jurist war, ne, juristische Staatsexamen abgelegt hat, auch wie der Globke. Ne, das sind ja alles Schreibtischleute gewesen, Rechtswissenschaftler. Und der hat übrigens ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung bekommen. Das fand ich auch interessant, und hat in der Universität in Bonn studiert. Das ist interessant, weil diese Bonner Universität, die kommt auch ständig immer wieder. Ne? Also Stipendiat, Konrad-Adenauer-Stiftung. Ne? Ihr erinnert uns, wir hatten das schon mal angesprochen vor vielen Lesungen, ja, dass so eine Stiftung, so ein Stipendiat bekommt man nie einfach so. Da muss man schon ganz auf Linie sein, um entsprechend dort eine Förderung zu kriegen. Und da war, wie gesagt, Friedrich Merz ganz vorne mit dabei. Und auf der Seite 9, Merz ist seit 1977 Mitglied der katholischen Studentenverbindung KDSTV Bavaria Bonn, wie Globke. Ja? Zusätzlich noch Rotarier, ne? Rotarier Club. Das ist auch noch so ein Club mit vielen alten, reichen Männern. Übrigens, Rotary Club ist das Einstiegstor in die Freimaurerei, womit sie öffentlich rauskommen. Das ist so, wo sie ihre Öffentlichkeitsarbeit und die sogenannte Nächstenliebe mit praktizieren. Das ist in Rotary Clubs, und das ist die unterste Stufe der Freimaurerei. Ja, super. Ja, den habe ich übrigens auch gefunden bei Globke. Auch dort gibt es in dem Buch, hier in der Dokumentation nicht, aber in dem Buch einen Hinweis darauf, dass er auch in diesem Club gewesen ist und auch dort nie oder ganz selten mal wirklich ein Treffen mal versäumt hat. Also da war er auch immer ganz, ganz dolle hinterher. Ja, wie gesagt, diese Clubs die Bindung auf Lebenszeit, ne? Das heißt also, das ist sozusagen das, was den ganzen Menschen dann mehr oder weniger geprägt hat. So, naja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt sind wir schon mal dabei bei den ganzen aktuellen Leuten. Da habe ich doch tatsächlich nochmal diesen Armin Laschet nochmal angeguckt. Hier seht ihr ein Bild, wo er gerade so ein bisschen sich lustig macht. Das ist letztes Jahr bei der Flutkatastrophe gewesen. Ihr seht ja, also noch hier... Nochmal eben hier über den Merz, Trilaterale Kommission. Ja. Das ist genau wie CFR, ne? Das ist die, wie würde das jetzt im Deutschen übersetzen, Council on Foreign Relations, also das ist der Rat der ausländischen Beziehungen in Amerika. Die Trilaterale Kommission ist ein zweites Teil, was daran gelingt ist. Das ist eine Jesuiten geführte Organisation oder Kommission. Ne? Also wenn ihr einfach nur darüber liest, Trilaterale Kommission, ja, das Hintergrundwissen hier ist unglaublich wichtig, um zu wissen, dass die Trilaterale Kommission geleitet wird von Jesuiten und jesuitische Ziele oder jesuitischen Zielen nachstrebt. Wenn man das nicht weiß, dann liest man hier drüber und das, man begreift nicht, was man liest. Und uns geht es ja darum, dass ihr auch bitte schön begreift, was wir hier vorlesen. Deswegen... komme ich immer noch mal drauf zurück, Gerald, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wenn ich hier und da ein wichtiges Wort finde, dann muss ich da mal kurz drauf eingehen, um das zu erklären. Alles gut, ich bin dir dankbar dafür, weil ich lerne ja auch was dazu. Ja, dass das jetzt so ist und welche Ziele diese Leute haben, da werden wir gleich dazu kommen. Gerade der Laschet ist da ein gutes Beispiel. Und auch dort werdet ihr sehen, gibt es nichts Neues unter der Sonne. So, und auch hier, ich habe jetzt noch mal, das sind alles Dinge aus Wikipedia mal rausgezogen. Auch hier Studium der Rechtswissenschaften, wieder in München und Bonn und wieder ein Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Also man hat sich hier tatsächlich wirklich nichts genommen. Also quasi eins zu eins die Lebensläufe. Und während seines Studiums trat er dem katholischen Studentenverbindung KDSTV Aenania München und dem KDSTV Ripuaria Bonn bei. Und die beiden Clubs, die konntet ihr oben sehen, auf der Seite 7, 8. Da konnte man die sehen, ne? Diese Ripuaria Bonn und dann diese Aenania München, ne? Klar, als erstes mit hier in diesem Kartellverband. So, das heißt also, ne, nur nochmal, dass wir das mal zusammenfassen, dass diese beiden Herren eben dieselbe Stiftung hatten. Das ist ein Zufallsfund gewesen und eben in diesen katholischen Studentenverbindungen aktiv waren, genauso wie eben auch der Herr Globke. So, und dann habe ich hier nochmal von der Seite nochmal eingeklebt, die prominentesten Mitglieder. Eben hier nochmal der Beweis, dass der Eugenio Pacelli dort Mitglied war und der Josef Ratzinger. Ne? Also das habe ich mir nie aus den Fingern gesagt. Das ist tatsächlich ein ganz hochkarätiger Club. Ne? Ihr erinnert euch, dass es ja diese Fides-Leute gab, ne? Und diese Fides Romana mehr oder weniger sich aufgelöst hat. Jetzt könnt ihr sehen, wo sich diese ganzen Verbindungen noch erstrecken und welche Ausmaße das hat. Da muss man sagen, das ist schon sehr, sehr, sehr interessant. So, naja, dann habe ich jetzt hier ab Seite 11 nochmal so ein bisschen was zu dem Globke. Da sind wir mehr oder weniger schon drüber gegangen. Dass Friedrich Merz und Globke im selben Kartell sind, das wissen wir jetzt auch. Und dass der Globke eben hier, der auf der Seite 11 dann die Adenauer-Ära maßgeblich mitgeprägt hat bis 1963, wo wie gesagt dann er ausgetreten ist. Und dann hier auf der Seite 12 nochmal der Hinweis Organisation Gehlen, wo Globke eben auch absolut aktiv war, wo er auch mit unterstützt hat. Und dann hier unter dem Überschrift politische Debatte, also oben drüber noch, machte Adenauer Personalvorschläge für die Ministerien und überwachte deren Linientreue. Also das ist jetzt hier als Wikipedia. Ich habe das nochmal viel genauer gefunden in dem Buch, dass dieser Globke also tatsächlich einer gewesen ist, der die gesamte Personalstruktur überwacht hat. Ohne den Globke ging nichts. Und jeder, der was von Adenauer wollte, musste über Globke gehen und die Personalvorschläge, wie gesagt, hat der Globke alle dem Adenauer gebracht. Der musste einen riesengroßen Fundus an Namen gehabt haben, eben auch von ehemaligen Mitgliedern der Kartellverbände, sodass er sozusagen dann sukzessive diese Spitzenposten mit linientreuen, also mit katholischen Gesinnungsgenossen eben besetzt hat. Ne? Das ist also de facto, das ist bewiesen. Und ja, lass mich mal kurz deinen Satz zu Ende bringen. Ich möchte da mal kurz etwas sagen, dann kannst du darüber nachdenken, wie du weitersprechen möchtest. Mhm. Ich denke, das, was wir heute hier gezeigt haben, was wir in den vorangegangenen Lesungen bereits bemerkt haben und was wir auch aus anderen Büchern bereits kennen, wir haben ja festgestellt, dass im Grunde Adenauer, lass uns mal sagen, mehr oder weniger das umgesetzt hat, was der Globke ihm geschrieben hat. Ja? Dass Adenauer im Grunde ja nur nicht unbedingt derjenige war, der die Macht hatte, sondern dass dahinter andere Menschen waren, die die Macht hatten. Wir kennen dasselbe von Hitler, wie mit zum Beispiel dann dem von Papen. Ja? Jetzt haben wir den Friedrich Merz gerade eben mal besprochen. Und der Friedrich Merz spielt doch schon eine ganze Weile mit in der Bundesrepublik deutschen Politik, wenn ich mich nicht irre. Habe ich da recht? Da müsst ihr euch vielleicht mal überlegen, dass das Merkel auch nicht mehr war, als nur eine Schaufensterpuppe, die man vorne hingehalten hat und die die Politik und die Dinge durchgesetzt hat und vorgebracht hat, die ihr von anderen zugetragen wurden, nämlich von Leuten wie zum Beispiel dem Friedrich Merz oder jetzt dem Laschet oder der ja jetzt erst ziemlich neu auf der Bühne ist. Aber da müsste man halt mal schauen, wer waren denn die ganzen Leute hinter Merkel in der Zeit? Nicht nur unser kleiner ehemaliger Finanz- und Innenminister, der ja sagte, dass Deutschland seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt wieder jemals souverän war. Nicht nur der. Aber wenn man sich diese ganzen Leute anschaut, die da hinter der Merkel gestanden haben, dann versteht man vielleicht auch, warum die Merkel so lange an der Macht war. Weil die war einfach nur eine gesunde Puppe, die da vorne stand, gesund zwischen Anführungszeichen, die aber offen war, für die ganzen Lehren, die von hinten rangekommen sind, nach vorne zu tragen und den Leuten zu verkaufen. Weil ich werde es nie verstehen, warum die so lange an der Macht war, weil die konnte ja sagen, was sie wollte, sie war ja beliebt. Sonst hätten sie ja so viele Leute nicht gewählt und unterstützt. Und das ist auch etwas, was man immer wieder sieht, dass diejenigen, die euch als Menschen an der Front zugespielt werden, charismatische Führer, wie zum Beispiel Adolf Hitler. Man kann von Adolf Hitler sagen, was man will, aber er war ein charismatischer Mensch. Er hat es geschafft, auf seine Art und Weise, mit seiner Leidenschaft und mit seinen Predigten, kann man es ja schon fast nennen, mit seinen Aufrufen oder was, Menschen zu begeistern. Und was er sagt, sind nicht immer seine eigenen Worte, sondern werden ihn von solchen Leuten, die eben in diesen Kartellverbänden sind, die in diesen katholischen Studentenvereinigungen sind, die in Jesuiten geführten Geheimgesellschaften wie Trilaterale Kommission, CFA, Bilderberger und so weiter organisiert sind, von denen werden ihnen die Texte eingegeben. Das muss man mal verstehen, weil das, was euch in der Tagesschau gezeigt wird, die Personen, die euch da gezeigt werden, das sind nur die Puppen. Wir schauen hier hinter die Puppen. Und Gerald hat sich viel Arbeit gemacht. Ich finde das sehr, sehr gut. Das wollte ich mal kurz erwähnen. Diese ganzen Hintermänner aufzudecken, deren Hintergründe aufzudecken. Und dann fällt es einem im Grunde wie Schuppen von den Augen. So, jetzt lasse ich dich auch gerne weitersprechen, aber das wollte ich mal eben gesagt haben. Ja, das ist also tatsächlich so, dass es da die da vor der Kamera agieren und dann die anderen gibt. Und ich habe das zum Beispiel jetzt auch in der Doku gefunden, dass der Globke, den hat man ja sogar als inoffiziellen Generalsekretär der CDU bezeichnet. Ne? Weil der eben auch in der Partei so einen Einfluss hatte. Über Adenauer. Ne? Und ihr wisst ja, dass der Laschet und der Merz, das waren ja, oder der Laschet ist es ja, nee, der Merz ist es ja jetzt, mehr oder weniger Generalsekretäre der CDU sind und dieses Amt gibt es ja schon länger. Und dieser Globke, der war auch sozusagen in dem Bereich eben mehr als aktiv. Das heißt also, das war wirklich einer, wo man sagt, der hatte wirklich seine, wie so eine Spinne im Netz, ja, der überall hin Kontakte hatte. Ja, und wenn ihr euch ja mit der Geschichte auseinandersetzt und wisst, inwieweit die Jesuiten eben auch diese Politik betrieben haben, früher an den Kaisern und Fürstenhöfen, dann als Priester, ja, da muss man sagen, ist das nichts anderes. ein Mensch, der sozusagen so in solchen Schlüsselpositionen sitzt, der ist nie durch Zufall dort. Ja? Und diese Leute, man muss sich ja überlegen, es gab so viele Katholiken, die wurden von den Nazis verfolgt. Ja? Die wurden wirklich dann teilweise in die KZs geworfen. Und dann gibt es eben solche Katholiken, die in diesem System noch Karriere machen. Und da müsst ihr auch genau gucken, lasst euch da bitte nie irgendwo ablenken, dass es immer heißt, ja, die Katholiken, die waren immer alle im Widerstand. Ja, es gab viele Katholiken im Widerstand. Das waren die liberalen Katholiken. Aber die Hardliner, die sozusagen an der großen Linie mitgearbeitet haben, wie dieser Globke. Tridentinische Katholiken, Entschuldigung, das ist der Ausdruck, den man da am besten zu gebrauchen kann. Wenn man unterscheidet zwischen liberalen und ultramontanen Katholiken, dann kann man sagen, die Liberalen auf der einen Seite und die Tridentinischen auf der anderen Seite. Was sind die Tridentinischen Katholiken? Für diejenigen, die das Wort nicht verstehen, ganz kurze Erklärung. Das antireformatorische oder konterreformatorische Konzil von Trent 1545 bis 1563, 18 Jahre lang gehalten. Das erste Konzil komplett organisiert von den Jesuiten, gehalten von den Jesuiten, und ich habe da schon öfter mal drüber gesprochen, es gibt da in Deutsch dieses eine Buch, der Glaube und die Kirche oder so in der Richtung heißt das, ich komme nicht mehr auf den genauen Titel. Mal eben schauen, ob ich es hier noch in meinem Zimmer irgendwo liegen habe. Kirche und Glauben von Neuner Roos. Ich habe es ein paar Mal angesprochen. Ich habe aber nicht immer alles hier irgendwo liegen, offiziell. Ich finde es jetzt im Augenblick nicht. Liegt hier jetzt. Ich müsste jetzt in meinen Schrank gucken. Der Punkt ist, der Glaube der Kirche, wenn man sich solche Dinge anguckt, das, was im Konzil von Trient beschlossen wurde, in dem gegenreformatorischen Konzil, also das, was die römisch-katholische Kirche als Gegenmaßnahme zur Reformation unternommen hatte, was da beschlossen wurde. Wer da 100% auf der Linie ist, der Beschließungen, die dort genommen wurden, das nennt man einen tridentinischen Katholiken, das sind Erzkatholiken, das sind die schlimmsten, das sind diejenigen, die in der Bibel geschrieben stehen, als in 2. Korinther Kapitel, ist das da 14, glaube ich, wo drin steht, der Teufel ist verändert in einen Engel des Lichts, und deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass seine Helfer verändert werden in Helfer der Arbeiter der Gerechtigkeit. So ungefähr. Das ist jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber so ungefähr steht es da drin. Das sind genau diejenigen, die 100% auf der Linie des Satans stehen, durch das Konzil von Trient umzusetzen. All die über 100 Verdammungen, Verfluchungen, Exkommunikationen, die ausgesprochen wurden über den protestantischen Glauben. Ein jeder, der dahinter steht und eben diese Verdammungen hilft, auszuführen, durchzusetzen, das ist ein tridentinischer Katholik. Und das sind diejenigen, die werden nie verfolgt. Aber es sind die Liberalen. Es sind die Katholiken, die sich auch gewöhnt haben an Redefreiheit, Pressefreiheit, Gewissensfreiheit, überhaupt ja Freiheit des Gewissens. Und wenn man nochmal die römisch-katholische Morallehre nimmt, dann weiß man, dass ein Katholik kein freies Gewissen hat, sondern sein Gewissen am Kleiderhaken abgibt, wenn er die Wohnung betritt oder wenn er die Kirche betritt, und dann alles dem Papst überlässt und sich vollständig der Hierarchie der Kirche überwirft. Mit anderen Worten ein moralloser Volkling der römisch-katholischen Hierarchie ist, was im Endeffekt auf Kadavergehorsam hinausläuft, wie ihn die Jesuiten praktizieren. Und nicht nur die Jesuiten heutzutage, andere auch noch. Das ist der Punkt. Ultramontane, tridentinische Katholiken auf der einen Seite und liberale Katholiken, die die Vorteile des Reformatismus für sich beanspruchen und die damit den tridentinischen Katholiken auch ein Dorn im Auge sind. Und die werden verfolgt. So, das musste ich jetzt nochmal eben loswerden. Zur Erklärung dieser Punkte. Ja, aber ich hatte jetzt auch nochmal Zeit, nochmal in diesen Zitaten nochmal zu suchen. Da bin ich auch über was gestoßen, wo der Adenauer bei einem Besuch beim Pius XII., er war ja dort 7 oder 8 Mal gewesen, also er war ja quasi ständig dort, dass der Pius XII. Gesagt hat, dass der Adenauer eine göttliche Berufung hat, gegen den Bolschewismus vorzugehen. Ja? Also mit anderen Worten, das ist genau das, was sozusagen dann diese Leute auszeichnet, Jörg. Genau das, was du gesagt hast. Ne? Die haben einen bestimmten Kadavergehorsam, die machen das, was die Kirche sagt, die tun das, was die Kirche denkt. Und insofern ist dann eben auch erstaunlich, wie zum Beispiel die CDU, die ja nach 1945 neu gegründet wurde, eben überhaupt auch so einen schnellen Erfolg haben könnte. Auch das wird nämlich von einem Historiker, von dem Frank Bösch in der Dokumentation auch nochmal hervorgehoben, dass das normalerweise für eine neue Partei überhaupt nicht möglich gewesen wäre, so einen durchschlagenden Erfolg zu haben. Aber wo kommt der Erfolg her? Naja, weil im Prinzip die CDU auf dem katholischen Milieu aufbaut, ne, die eben über die alte Zentrumspartei ja, geschaffen wurde und im Prinzip dahinter die Unterstützung der Kirchen gestanden hat. Und das ist eben genau der Punkt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, das ist eine demokratische Partei, wo man denkt, ja, die hat man gewählt, dann frage ich mich, wie kann denn dann das sein, dass ein Erfolg nur dann zustande kommt, wenn die Kirche im Hintergrund so eine Partei entsprechend forciert und anhebt. Was hat denn das dann mit einer Parteiendemokratie zu tun? Und ich denke, das ist wichtig, dass diese Lesung auch dazu dient, dass die Leute auch merken, dass das alles bloß eine große Fassade ist und dass dahinter eben die Kirchen stehen. Und das erzählt man eben nicht. Also hier dieser Frank Bösch, der Historiker. Wer das Zitat suchen will, das ist Minute 20, Sekunde 20, ja, wo das sozusagen geäußert wird. Ja. Und wie gesagt, die kennen sich alle in der Zunft, die arbeiten alle an derselben Weltordnung, ne? an der sogenannten neuen, in Klammern alten Weltordnung. Und ja, wir waren stehen geblieben bei dem Laschet, ne? Bei dem Laschet waren wir stehen geblieben. Und da habe ich nämlich nochmal was, weil es geht ja darum, nochmal bloßzulegen, was diese Leute eigentlich vorantreibt, was die eigentlich wollen. Und da bin ich jetzt nochmal auf der Seite 13. Hier hat man nochmal das Wappen dieser Studentenverbindung Bavaria Bonn. Ach, dann hat man hier auch nochmal eine Äußerung, hier auch nochmal zum NS-Staat der Bavaria, ne? Also von wegen, dass die alle im Prinzip nur im Widerstand waren. Die Bavaria Bonn, ne? Seite 13, ne? Steht hier, die älteste Verbindung katholischer deutscher Studenten entbietet dem Volkskanzler des einigen Deutschlands ehrerbietige Grüße und gelobtreue Mitarbeit im nationalen Volksstaat. Aha, das ist also auch hier klar belegbar, ne? Von wegen, alle waren im Widerstand. Das ist so definitiv nicht zu halten. Ne? So, und dann scrollen wir mal weiter. Hier gibt es im Prinzip noch einen Hinweis zu der Gründung dieser ganzen Studentenverbindung, dass das eigentlich von vornherein, also im 19. Jahrhundert, von insbesondere katholischen Studenten, Theologiestudenten ins Leben gerufen wurde, diese Kartellverbände. Und im Rahmen des sogenannten Kulturkampfs, ihr erinnert euch, Bismarck, ne, das war auch lange Zeit ein Thema, haben diese Studentenverbindung dann auch auf dem akademischen Bereich eine immer wichtigere Rolle gespielt, sozusagen als eine Art der katholischen Aktion, als eine Vereinigung, die im Sinne der katholischen Aktion arbeitet. Auch das hatten wir schon angesprochen. So, jedenfalls können wir jetzt mal weiter scrollen hier. Ich habe jetzt mal geguckt, das sind halt viele Sachen. Genau, hier nochmal auf der Seite 16 das Buch, um das es geht. Jürgen Bevers, der Mann hinter Adenauer, ne? Wie gesagt, das als Begleitbuch zu dem Video wirklich absolut zu empfehlen ist. Man sieht also hier wirklich die ganze Politik mit anderen Augen. Und jetzt hier nochmal zu diesem Friedrich Merz, der war sozusagen auch aktiv in diesen Studentenverbindungen. Hier nochmal sieht man ein Bild, wo er zum 175-jährigen Bestehen entsprechend hier einen Besuch abgestattet hat. Ne? Und dann könnt ihr mal drunter lesen, hier Bavaria besteht nur aus Männern. Also das ist auch diese Fides-Geschichte, ne? Viele alte Herren. Und das Wichtigste, worauf wir dann nochmal zu sprechen kommen, dass diese Leute sich auf Lebenszeit in diesen Verbänden binden und ihre Prinzipien, Religio Sanctia, Amicitatia und Patria, eben dann nach diesen Prinzipien leben. Was das ist, da werden wir noch dazu kommen. Das ist sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, die Gemeinsamkeit zwischen Globke, der Schreibtischmörder, und solchen Leuten, die aktuell in der Politik sind, sind also offen. Alle Vollmitglieder verbinden sich auf Lebenszeit an die Verbindung und ihre Prinzipien Religio, Scientia, Amicitia und Patria. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich das richtig verstehe, Prinzipien sind Religion, das heißt römischer Katholizismus, Wissenschaft, das ist das, was die Bibel nennt, Wissenschaft, die sich so nennt, Pseudowissenschaft, wenn man das Neue Testament liest. Amicitia, das ist die sogenannte Nächstenliebe, die nichts mit biblischer Nächstenliebe zu tun hat. Und Patria, das müsste Patriotismus sein oder Vaterlandsliebe oder was ist Patria? Ja, das haben die auch schon zum Teil rausgenommen. Das gucken wir uns da nochmal an. Damit das hier nicht zu Unklarheiten kommt. Ne? Weil Vaterland, ich wollte doch gerade den Leuten, die das jetzt mal lesen, eben deutlich machen, wofür die Worte jetzt genau stehen. Ne? Genau. No, und genau, ich habe das mal hier drunter, auf der Seite 18 mal drunter gesetzt. Ach so, dann war das ja gar nicht nötig, dass ich dazwischen fahre. Ja, ich kenne das Skript ja nicht. So gut, wie du das erklärst, steht es hier natürlich nicht. Aber im Prinzip, ne, es steht eben genau, ne, das Prinzip Religio, ne, also die Lebensführung am Wertegerüst des katholischen Christentums. Ne. Die Mitglieder des Kartellverbandes und der Kartellverbände selbst widmen sich demnach der Förderung des katholischen Lebens, der Förderung des Verständnisses der christlichen Konfession untereinander und der aktiven Gestaltung des eigenen Lebens aus dem katholischen Glauben in Verantwortung vor Gott, dem Menschen und der Schöpfung. Ja, ne? Also wie gesagt, das ist Nummer 1. Und dann steht hier noch, dass eben die Religio den höchsten Stellenwert einnimmt. Und eben, dass es eben das Bekenntnis der katholischen Kirche ist und dass man eben dort eben engagiert arbeitet und eben, ja, diese Arbeit eben, ja, überall durchführt. Ne? Also nicht bloß auf Arbeit, sondern eben als ganzer Vollblut-Katholik sozusagen. Ne? So. Naja, das klingt natürlich gut. Darunter kann man sich noch nicht so viel vorstellen. Aber wir haben ja unseren Armin Laschet. Der ist für solche Sachen natürlich super, für solche Erklärungen. Und wenn ihr euch jetzt mal das Bild anguckt, auf der Seite 19, das ist seine Düsseldorfer Kanzlei, weil ihr erinnert euch, er ist ja auch Volljurist, hat eine eigene Kanzlei, also auch wie Merz und wie Globke. Und wenn ihr euch jetzt mal bitte diese Statue anschaut, links, diese goldene Statue, dann stelle ich euch mal die Frage, was denkt ihr, was diese Statue ist, was diese Statue darstellt? Ich denke mal, dass es Karl der Große ist oder sowas. Genau, richtig, das ist Karl der Große. Das heißt, Mensch, bin ich gut, ich passe ja richtig auf. Der ist doch wirklich heute. Ich kenne das Skript nicht, Skript nicht. Und weil das so wichtig ist, habe ich das gleich nochmal von einer anderen Perspektive. Ja, das ist noch eine andere Kanzlei. Ich glaube, da ist er umgezogen, aber Karl der Große muss mit. Ganz wichtig. Ne? Da seht ihr den auch nochmal. Ne? So, und ja, jetzt erinnert euch vielleicht, Jörg ist es natürlich wieder sofort eingefallen, da gab es nochmal was mit dem Karlspreis. Und da habe ich doch gedacht, Menschenskind, also Karlspreis, Karl der Große, der Herr Laschet kommt ja auch aus Aachen, da ist er ganz stolz drauf. Vielleicht finden wir den da bei der Karlspreisverleihung. Und natürlich, ne, wenn ihr euch das Bild auf der Seite 20 anschaut, ganz links, naja, der zweite von links, der kleine, das ist Armin Laschet. Ja, so, ich weiß nicht, von wann das Bild ist, ist nicht mehr ganz aktuell. Ihr seht hier den Poroschenko noch aus der Ukraine. Da ist ja auch nicht mehr im Amt und Würden, also nicht mehr ganz frisch. Aber ihr seht sozusagen, was diese Leute für ein Mindset haben, was diese Leute für ein Weltbild haben. Ne? Das sieht man eben genau daran. Und ihr erinnert euch an die Lesung, Karl der Große, das war wirklich der Gewaltherrscher aus dem Mittelalter, der für ja, unglaublich viele Verfolgungen, auch religiöser Art, einen zweifelhaften Ruf bekommen hat. Der hat ja auch diesen Namen Sachsenschlächter bekommen, weil er dort 4.500 Kriegsgefangene Sachsen hat umbringen lassen. Die haben sich eben nicht christianisieren, in Anführungszeichen, lassen, also rekatholisieren lassen, mussten das eben dann mit dem Leben bezahlen. Ne? Und so einem Gewaltherrscher nochmal, das muss man einfach wiederholen, wird dieser Laschet, huldig dieser Laschet. Und der ist wirklich dort nicht nur ein Bewunderer des Karl des Großen, sondern der ist ja sogar so verrückt, in Anführungszeichen, nee, er ist verrückt, dass er sagt, er ist sogar von Karl dem Großen, mit dem Karl dem Großen sogar verwandt. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz, dass er versucht, über 5 Ecken, sein Bruder hilft ihm da ein bisschen mit dabei, tatsächlich eine Verwandtschaft mit Karl dem Großen irgendwie sich anzudichten. Warum auch immer. Wahrscheinlich hebt ihn das dann irgendwie noch an und er fühlt sich da wahrscheinlich noch besser. Und da gibt es tatsächlich verschiedene Auszüge aus dem Spiegel, habe ich da mal was, auf der Seite 21, ne, wo eben das auch nochmal thematisiert wird. Ne? Und jedenfalls dieser Karl der Große, ne, hier eben auch nochmal dargestellt als Analphabet, das wusste ich auch nicht, dass Karl der Große Analphabet war, dass er eben auch brutal und rücksichtslos war in seinem unstillbaren Machthunger. Und der hat eben auch nicht davor zurückgesteckt, Familienmitglieder aus dem Weg zu räumen, Konkurrenten eben zu verstimmen und zu blenden. Blenden heißt, mit einem glühenden Schwert die Augen zu verbrennen. Und dieser Laschet, nochmal, ne, aktuell, Ministerpräsident war er damals, NRW-Ministerpräsident der CDU, verehrt diesen Menschen so sehr, dass der Laschet sich eine goldene Büste von diesem Gewaltherrscher da in seine Kanzlei stellen lässt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist doch wirklich, das ist doch nicht mehr zu fassen. Also mal ganz ehrlich, wer wählt denn solche Leute? Das können nur wirklich Leute sein, die entweder vollkommen dumm sind, die gar nicht wissen, was das für eine Leute sind, die auch nicht wissen, wer Karl der Große ist, die überhaupt keine Ahnung von Geschichte haben, oder die sind böswillig. Aber wie gesagt, für mich ist das also dort, also das gibt es doch nicht. Wie weit denn noch? Naja, jedenfalls gibt es eine Internetseite auf der Seite 22. Da wird hier sozusagen versucht, diesen Stammbaum danach zu bauen, dass eben irgendwo dann doch der Laschet irgendwo verwandt ist mit Karl dem Großen. Ich meine, dass jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass das in diesen Epochen und Zeiträumen überhaupt nicht möglich ist. Jemand so da seiner Verwandtschaft irgendwie nachzugehen. Interessant fand ich auch, dass hier eine Familie Frings erwähnt wird auf der Seite. Frings, ne? Kardinal Frings. Weiß ich nicht, ob das damit auch zu tun hat. Auf jeden Fall sehr interessant, dass hier also es wirklich ernste Bestrebungen gibt von diesem Herrn Laschet, sich mit Karl dem Großen gleichzusetzen. Ja, weil wenn ich unbedingt will, dass ich davon von ihm verwandt bin, dann will ich mich ja geistig mit diesen Menschen auf eine Ebene setzen. Damit bin ich sozusagen geistig auf derselben Ebene. Damit denke ich dasselbe und tue dasselbe. So, und wie gesagt, wir hatten ja die Frage Neue Weltordnung. Ihr wisst, Karl der Große war sozusagen von Gottes Gnaden Kaiser über die Deutschen. Das heißt, von dem Gott in Rom. Und um das nochmal auszuarbeiten, das ist genau das, was sozusagen mit dem vereinigten Europa letztendlich uns in Zukunft erwarten lässt, was über uns kommen wird, mehr oder weniger, dass das sozusagen so ein neu aufgelegtes Reich Karl des Großen ist, wo eben an allen Ecken und Enden dran gezimmert wird. Ne? Und unter anderem eben durch solche Karlspreis-Geschichten, ja, wo eben auch der Konrad Adenauer einer der führenden Preisträger war. Ne? 1954 hat er einen Preis gekriegt. Dann Helmut Kohl, Václav Havel, Königin Beatrix, Bill Clinton, Juncker, Merkel, ne? Trichet, Martin Schulz, Papst Franziskus. Ach, der hat auch 2016 seine Auszeichnung bekommen. Na, er ist da wunderbar. Und Emmanuel Macron. Ne? Naja. So, und dann noch einen außerordentlichen Karlspreis Papst Johannes Paul II. Im Jahr 2004. Wunderbar. Also ihr seht auch hier, ne, es ist immer dasselbe, um das es hier geht. Und ob man dort diesen Globke nimmt, ob man jetzt aktuell mal schaut über diesen Laschet, der wie gesagt eine absolute Stilblüte ist. Ich meine ganz ehrlich, ich kann diesen Menschen nicht ernst nehmen. Also wer solche Hobbys frönt, der ist für mich, also den kann ich einfach nicht ernst nehmen als Mensch. Ja. Aber man sieht auch hier, wessen Geisteskind diese Leute sind. Und das ist eben genau das, was eben diese große Verbindung ist. Die Leute kennen sich alle in der Zunft, die sind alle irgendwo miteinander in Kontakt. Ja? Und ob das eben der Globke war, der eben als einer der größten Schreibtischtäter der Geschichte im Dritten Reich gilt, oder ob das jetzt solche Leute sind wie jetzt gerade aktuell, es ist alles irgendwo dieselbe Soße. Ja, das muss man wirklich mal so sagen. Ja. So, Jörg, das war erstmal das, was ich jetzt hier zu dem Laschet und zu dem Globke erstmal von mir geben wollte. Ja, da bin ich ja gespannt, wie es in der 19. nächsten Sendung weitergeht. Ich denke, dass wir hier für die heutige Sendung ziemlich zeitlich sogar auf einer Stunde zum Ende gekommen sind. Es war eine interessante Reise durch das Dokument, was du wieder erstellt hast. Wir werden dann sehen, wie wir nächste Woche weitermachen oder wie wir nächstes Mal weitermachen. Und irgendwann gehen wir auch wieder in unser Skript zurück über die modernen Kriege, wo wir über den Koreakrieg letztens auch schon sehr viel Erkenntnis gewonnen hatten, wie die Dinge alle zusammenhängen. Und ich glaube wirklich, dass die Leute langsam aufwachen, zumindest diejenigen, die diese Videos schauen, langsam begreifen, um was es wirklich geht. Mhm. Und um was geht es wirklich? Um was geht es eigentlich wirklich? Um das geht es wirklich. Dass Gott uns das alles im Voraus gesagt hat, das nennt man eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung, wie sie in der Heiligen Schrift festgehalten ist, ist nichts anderes als Geschichte, die vorher geschrieben wird, bevor sie passiert. Das ist eine Prophezeiung. Und wir versuchen euch anhand von wahrer Geschichtslehre zu zeigen, wie die Dinge, wenn wir sie auch so detailliert zeigen, dass sie natürlich in der Bibel so im Detail nicht beschrieben sind, aber doch im Großen und Ganzen, wie sie vorher bereits von Gott festgelegt wurden, sich dann in der Bibel festgehalten wurden, in der Welt hier bewahrheiten. Und wie der Teufel daran arbeitet, um all diese Dinge durchzusetzen, weil der Teufel macht ja auch nur, was Gott ihm zulässt, was er machen kann. Ja? Gott gibt ihm eine bestimmte Macht, aber über die Macht, die Gott ihm gibt, kann er nicht hinausgehen. Es geht im Endeffekt nur um die Bibel. Und wenn man diese ganzen Lesungen verfolgt und wenn man diese ganzen Bücher liest und man hat keine Ahnung, was in der Bibel steht, man hat keine Ahnung von, was mit Religion gemeint ist, und vor allen Dingen, wenn man dann solche Papiere liest, die wir gerade eben gelesen haben, wo eben da in dieser einen Verbindung ja Religion, Wissenschaft, Nächstenliebe und Patria hervorgehoben wurden und man nicht weiß, was damit Religion gemeint ist und dass das nicht die Religion ist, die uns von unserem Vater im Himmel erklärt wird, wenn man da keinen Unterschied macht, dann hat man ein ganz großes Problem. Und wir machen eben mit diesen Sendungen genau das, was wir probieren, euch zu erklären, dass die Bibel die einzige wahre Religion ist, nicht diejenige, die es auf dieser Erde von sich behauptet, nämlich die römisch-katholische Kirche, die von sich behauptet, dass es außerhalb ihr keine Erlösung gibt, dass sie die einzig wahre Lehre vertritt, sondern dass die einzig wahre Lehre die Bibel ist, die euch nicht von der römisch-katholischen Kirche gegeben wird. Deswegen müsst ihr euch die Bibel selbst besorgen, selbst studieren und darin lesen. Und das sind auch die Worte, mit denen ich mich für nächstes Mal verabschieden werde. Und ob Gerald jetzt noch ein Schlusswort hat, weiß ich nicht. Für mich bleibt es auf jeden Fall dabei. Lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Ja, Jörg, also ich würde sagen, vielen Dank für das Schlusswort und eben schließe ich mich an. Das Wichtigste ist das Thema Bibel. Insofern auch von mir Maranatha und bis demnächst, hoffentlich.